Moin, hi Asram Matt Play, natürlich präsentiert von me, Matt. Und das Ganze natürlich von aacs.lu, All About Computer Solutions, also hat man Computer an Internethosting zu dienen hat. Hauptsache Internethosting. Also, sind wir bei einem Let's Play Civ Inquisitor Nummer 9, wie sie sind, wenn ich schon enttäuschen. Ich hoffe, die letzte Studie hat gefallen, mit dem Klängen. Sondern ein Spieler, der Stimmarm erkannt tun, dass der den Templer aus Diablo war. Jo, da gehen wir noch ein ran. Da sehen wir, was das da war. Okay, mit dem auf die Schild, das weiß ich nie. Kann ich am links hier Dragon gehen, schon mal. Ja, bla. Uninteressant. Aktuell. Obwohl. Wahrscheinlich von Stapum den Neck bringen, ne? Steht du dabei? Nee, ich lese zu 90% den Text nie, weil sie dumm hätten. Ich hoffe nur mal, dass es gut dabei rausgeht. Ja, wir werden sind schon am Stealth heu. Okay. Ich lasse mich selber raus. Also schau mal an. Statue ob hier denn? Sie größer. Wow, Respekt. Oh, komm ab. Gehen wir ein bisschen fix. Ich würde das Gift mir schon greifen. Oh, für wann? Das hier, das. Ausdauer erhöhen. Okay, da geh ich mal los. Los raus, pst! Pass raus! Okay, gut. Es gibt für die Schwachen und die Starken nur ein Gesetz. Und das ist Macht. So lange schon verweichlichen die Schwachen auf Nar Shaddaa in ihren Türmen, während die Starken an Ketten gebunden sind. Aber ich sage euch, vereint gibt es für euch kein Gesetz, das euch aufhalten kann. Holt euch zurück, was euch gehört. Ja! Ja, buh. Ja, das tun ich zwar. Aber ich mag die Schwachen. Es gibt welche, die erzählen euch Lügen. Sie verbreiten Gerüchte und falsche Versprechungen. Schon jetzt sind einige von euch verloren. Sie haben den Weg der Schwäche gewählt. Hört nicht auf diese Lügnerin. Die Schwachen fürchten eure wachsende Stärke und haben sie geschickt, um sie zunichte zu machen. Was gibt euch das Recht, diese starken Leute anzuführen, Palladius? Ah, die Betrügerin zeigt ihr Gesicht. Seht, meine Kinder, seht diese Schwäche. Ein Nichts im Vergleich zu eurer gebündelten Macht. Ja, voller Ganz, ich ging dir zu 300% recht. Das Resektenführer schlechthin. Also wird es nicht nur an meiner Storyline noch nie kommen. Na nie, unterwegs, hm? Die Erde selbst unterliegt meinem Willen. Kann Palladius so etwas? Was für eine Macht ist das? Die Welt geht unter! Lasst euch nicht täuschen! Greift den Scharlatan an! Greift an! Ey, hallo. Schon zwei zum Baby gehört. Das ist nicht schwer, das. So ein Sänger, ihr Attack. Ja, sicher. Wir haben den 10. Oh. Das muss mich andrescht. Was wir können machen als Einheit. Ja, gerade so gut. So ein Jash.
Eelsch brich ich eigentlich nicht, meh. Für das Menschen, welchen kann. Und mit was? Mit Recht. Ich weiß, dummer Spruch, meh. Das ist einfach nur gut. Jo. Allora. Komm, ja, dann. Lass er doch noch rein. Also. Hey. Aufschütten ist Schlobandruck geklost. Was ist passiert? Wie habt ihr... Wir haben noch nie jemanden mit euren Fähigkeiten getroffen. Nicht einmal Lord Palladius oder sonst wen. Wollt ihr konvertieren? beugt euch mal, das war... Gar nicht. Das war nur ein kleiner Teil der Kräfte, über die ich verfüge. Natürlich. Wir sind einfach unwürdig. Bevor ihr uns wegschickt, bitte teilt eure Weisheit und Stärke mit uns, damit wir euch dienen können. Ich will ein Gewand aus reinstem Gold. Ihr seid so verrückt wie Palladius. Seid still, bevor der Sith uns verbrennt. Ihr habt den Sith gehört. Reicht den Hut rum und seid nicht geizig. Nicht wirklich genug für reinstes Gold, aber mehr haben wir nicht. Wir müssen erst weitere Anhänger finden. Seufzt. Ich würde mich auch mit Seide zufrieden geben. Nein, ihr solltet euch mit nichts zufrieden geben müssen. Wir verbreiten euer Wort auf Nar Shaddaa. Vielleicht können wir noch mehr sammeln. Lo, sérieux. Lo, wirklich. Sind die wirklich so dumm? Persönlich, ich will ja nicht so gut mit mir. Ich weiß nicht, wie dumm musste sein. Ah, also da locker mal los. Und dann wahrscheinlich... ja. Also, los ja schon mal überraschen, wo es als nächstes hier geht. Ich weiß selber nicht, ich mache mal, dass wir mal die Oberstpromenade entdeckt haben. Wir sehen uns. Und dann Welcome back. Ah, hat schon recht gehabt. Nicht will, me will come back. Das ist wie im Kommen zurück. Mein Englisch ist schlecht. Hat schon eigentlich schon eine englische Story ein Kio gesucht. Also, hat schon recht gehabt, wo wir hin müssen. Und sie sind so aus von leicht gläubig. Ich weiß nicht, wenn sie in die Brücke gehen, halt so, oh, guck mal, ich kann Feuer machen. Oh, das ist warm. Oh, nee, hallo. Und ja, da ist ein Tempel. Und ja, sind Templer. Tempel, da wollte ich schon. Moment, pst. Pst. Sif, seht euch das mal an. Sogar Dagon Strahl konnte nicht so viele Leute um sich scharen. Und so wie es aussieht, wird Palladius es auch nicht mehr können. Habt ihr nicht etwas vergessen? Aber natürlich, entschuldigt, ich... Es tut mir leid, wirklich leid. Sie sagten, sie würden mich töten. Sie sagten, sie würden mich töten, wenn ich es nicht tun würde. Hier ist kein... Sith! Musstet ihr ihn wirklich töten? Belästigt mich nicht mit euren moralischen Anschauungen. Entschuldigt vielmals. Was hat er euch da überhaupt gebracht? Sieht wie ein Hologerät aus. Vielleicht, wenn ich hier... Asif, guten Abend. Es ist schön, euch wiederzusehen. Es tut mir leid, dass ich euch auf einem so ungewöhnlichen Weg kontaktiere. Aber ich musste sicher sein, dass ihr die Nachricht erhaltet, wie ihr versteht. Ein einfacher Holo-Kontakt hätte genügt. Nein, das hier finde ich besser. Das zeigt mehr Wirkung. Die Wahrheit ist, als ihr meinen Kult angegriffen habt, war ich zunächst zornig, frustriert.
Und dann habe ich es verstanden. Ihr seid die Schülerin von Sesh. Der ganze Ärger nur wegen eines dummen Artefakts. Wollen wir die Vergangenheit nicht ruhen lassen? Wir können uns bei mir im Netzzugriff treffen und plaudern. Dann bekommt ihr das Artefakt und alles ist gut. Und dann das Kaffee dabei und los schauen da. Egal. Onni Kischelchen vom Oberweis. Oder ich schon nach mir. Was ist der Lever? Wollt ihr mich zum Lachen bringen? Ich versichere euch, ich habe keinen Sinn für Humor. Ich verspreche es. Keine Tricks. Oder ich soll einen unbedeutenden Tod auf Tatooine als Sklave eines Jedi sterben. Nehmt euch Zeit und denkt über mein Angebot nach. Aber nicht zu lange. Meine gute Laune hält nicht ewig an. Und bringt eure Freunde mit. Dieser verlogene Huttensohn. Ihr zieht das doch nicht ernsthaft in Erwägung. Sandam Jaihai hat I Frau Jafletter, Forte Jafragic Wahis. Merci, schon gut. So leicht falle ich auf solche Tricks nicht rein. Nein, versteht ihr nicht? Wahrscheinlich ist es eine Falle, aber das ist die Chance, Palladius zu erwischen. In Ordnung, aber ich werde beide Augen offen halten. Ja, bla bla bla. Ich brauche sie mal für mich, Cardi West, nee. Also trefft euch mit bla 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 bla. Ich meine, da wissen wir, wo Netzwerk Zugriff. Da sehen wir euch als nächstes. Durch dann. Back. Also immer darum, dann laufen wir mal heran. Mehr, was wir für dich machen. Können wir das passiv rausholen. Und mir nehmen ich halt. Wisst ihr, Jungen und Herren, Damen, egal was schon vermissen hei. Regner, wer aus Regner? Oder Regen? Echter Regen. Regner aus am Ning, am Regen aus am 7. Am Bad am Final Fantasy. Einfach nur geil. Aufrufsubstanzen. Ritter der Runde. Shiva, Ifrit. Ramu. Bahamut, Zero Bahamut. Neo Bahamut. Ja, da hat sie so Sachen gewischt. Nee, ich mache kein Let's Play von Final Fantasy 7. Aber ich jetzt mal die Welt hat gucken, die mich Leute, wo ich kann, oh, Final Fantasy 7, was ist das gerade spielen? Nee, das ist Bash, was genau, das Bash Vollspiel. Whatever. Also, hallo rum. Psst, Geräusch. Seth, Deston, Rachel, ich bin so froh, dass ihr gekommen seid. Ihr habt euch richtig entschieden. Kann ich euch etwas anbieten, etwas zu trinken? Und beachtet Warnock und Charnock nicht weiter. Sie weichen nie von meiner Seite. Ich hätte gern was zu trinken. Ich hätte damit gerechnet, gegen euer Empfangskomitee zu kämpfen. Oh, Sir. Ihr habt bereits bewiesen, dass niemand meiner Diener eine Chance gegen euch hätte. Doch wage ich zu sagen, dass ihr mich unterschätzt habt. Ja. Die Schmerzen, die ihr in euren Eingeweiden verspürt, rühren daher, dass ihr eure Lebenskraft verliert. Und dieses wäre bedrückende Gefühl. Eure Verbindung mit der Macht wird getrennt. Schon bald werdet ihr nicht stärker sein als der kleine Denton hier oder Ramon. Komm, machen wir es lang. Dafür geht. Dafür werdet ihr leiden. Wir sind jetzt wohl nicht mehr ganz so stark. Ich habe schon mächtigeres als euch besiegt. Habt ihr geglaubt, mir hätte niemand zuvor meinen Kult stehlen wollen? Ich könnte euch jetzt euer Leben einfach so herauspressen. Aber da ihr so verbissen seid, lasst uns das mit dem Lichtschwert klären. Okay.
mich wahrscheinlich fürs Zartschand. LOL. LOL. Was ist da dafür? Ich bin geboren, Ficker. Ja, das ist ja komisch, anscheinend habe ich ja keine Macht mehr, aber vielleicht kann ich mal Blitzer geheilen. Hm? Wie, du hast nicht gegangen? Wo geht das? Ja. Ja, komm. Guck mal, was mal los zu suchen hat. Hm? Moin. Was? Wie ist das möglich? Ihr seid stärker als jeder andere, der mir gegenüber trat. Bitte, vergebt mir. Nehmt das Artefakt. Doch lasst mich am Leben und den Kult in eurem Namen weiterführen. Ich sage es nur ungern, Palladius. Aber Darth Sash hat uns den Kult versprochen. Ihr seid erledigt. Ihr seid sehr vertrauensselig, Destris. Aber gewiss erkennt mein Meister den Vorteil darin, wenn ich den Kult weiterhin anführe. Denkt nur daran, was ich in eurem Namen erreichen könnte. Bitte denkt nach. Könnt ihr Palladius wirklich vertrauen? Dieser Mord wird mir große Freude machen. Ja, das war genauso zufriedenstellend, wie ich es mir erhofft hatte. Riley und ich stehen in eurer Schuld. Das Problem ist nur, dass der Kult zu euch aufblickt. Ja, und wann schmisch geht kriegen, da stirbt die auch nach. Das hat er nur gesagt. Seid mein Sprechwort, lasst. Ich habe, was ich wollte. Findet selbst heraus, wie ihr den Kult anführt. Ja, das werden wir. Wir werden uns etwas ausdenken. Ich denke, ich sollte die Kultisten zusammenrufen, bevor sie ihren Eifer verlieren. Nochmals danke. Ja, ich danke euch, Sith. Ohne euch würden wir uns noch immer in diesem Loch verstecken. Sprachrohr. Man scheint auch nicht genutzt. Also, dück. Dann gebe ich so ein. Gehen wir mal um ein Schiff zurück. Und dann gib mal als geschwind rum gesehen. Ja, war der schon tulle. Bis. Hi, wir haben darum. Schluss euch beim Chef. Ja. Final Fantasy 7. Schon ein Tür. Als kurz Richtlin, wie lange das dauert. Das sieht los schon ob über 80 Stunden. Von der echten CD, da das insgesamt 3 CD sind vom Spiel, wann noch PlayStation spielt, so wie ich, dann wäre ich vielleicht bei einem Achtel, wann überhaupt ukomme. Ich meine, das nach Mana. Deswegen ist Final Fantasy aus einem langen Dingen. Aber das beste Rollspiel war der Team Skinners. Jo. Und nun ich wohl mit Fresserem, weil. Hi. Geht weiter. Ich konnte das Artefakt von Lord Palladius erlangen. Und dabei hast du dir einen eigenen Kult geschaffen, wie ich gehört habe. Du mauserst dich zu einem wahrhaft verschlagenen Sith. Feiert alles. Hallo? Fleisch meines Fleisches, hört mir zu. Ich kann nicht lange verweilen. Es kostet mich zu viel, hier zu erscheinen. Ich muss euch warnen. Eure Meisterin Darth Sash plant etwas. Was es auch ist, es kann nichts Gutes für euch bedeuten.
Ich habe Skotia getötet. Ich habe keine Angst vor Sesh. Werdet nicht arrogant. Ich habe gesehen, wie Sesh sich vorbereitet. Sie hat zwei neue Schüler aufgenommen. Einen Jungen namens Karl und ein Mädchen namens Corin. Sie hat sie in den Tempel der dunklen Seite geschickt. Vermutlich um zu bestätigen, dass ich fort bin. Sie sind jetzt tot, richtig? Ich hoffe, ihr habt sie getötet. Ich habe daran gedacht, die Eindringlinge zu töten. Doch ich hörte sie von Sesh reden und ihrem Verlangen, die Kammer für ihre Arbeit zu sichern. Bald darauf ist Sesh selbst erschienen. Sie kommt jetzt jeden Tag, studiert den Ort und führt Rituale durch. Ihr seid in Gefahr. Rituale? Danke für die Warnung. Sesh hat euch ausgebildet. Euch so geformt, dass ihr alles seid, was ihr für sie sein müsst. Sesh kennt eure Schwächen. Ihr müsst euch gut vorbereiten. Ein Sith Lord auf Korriban hat ein Stück meiner alten Rüstung gefunden. Meine Maske. Sie wird euch gegen Seshs Feldzug wappnen. Das Anwesen des Sith Lords liegt oberhalb der Gräber. Geht und holt euch die Maske. Und seid auf Seshs Angriff gefasst. Ich nehme doch an, dass ihr mich wissen lasst, wenn noch etwas geschieht. Ich kann nicht dafür garantieren, dass ich wieder mit euch sprechen kann. Wie ich schon sagte, es ist schwierig für mich, euch zu besuchen. Doch ich werde meine Kammer im Tempel weiterhin bewachen. Und meine Energie für den Moment aufbewahren, an dem ich mehr erfahre. Das letzte Artefakt. Warte, ich muss auch mal gerne rüber switchen. So viel ist schon cool. Und komplett nutzt. Okay, und das hat ein bisschen was zu. Ich werde zum Nachschada, aber Nachschada aus. Gut, also. Wir mal zu Nachschada kriegen, oder Nachschada, bla bla bla, kriegen immer rum. So, denn, also, reist nach Korriban! Korriban! Was machen wir dann? Wücke, dass wir nach bösen Zeit tun. Sehen wir uns dann an Korriban rum. Bis geschwind. Back. Da sind wir noch hei. Sith Inquisitor an Sith Inquisitor. Also. Da kurz Pause, weil ich von mir los. Was ich noch vermuten? Ich krieg ein Teil von der Rüstung. Und die andere Seite einen anderen Teil von der Rüstung. Mal sehen, was noch kriegen. Kann sich das ein bisschen lang geht oder nicht? Ich weiß nicht. Zugang Fall. Ich weiß nicht, als wäre Teil im Tempel, also ein bisschen mysteriös. Ja? Hä? What the fuck? Okay, mal. Bestimmt schon nicht, erstmal zu höchst, zu rein. What the fuck, ich meine, das geht wahrscheinlich in Zwiedeler. Wie ich so. Geschlossene Festung, ja. Okay. Geschwunden von Schlo. Keine Panik, ich kriege. Ich wusste doch! Ja, dead. Löscht nicht. Ihr kennt mich nicht! An! Ah, schwank war halt nur ein bisschen lang, das wird auch nicht schlimm. Ja cool, dann gibt's auch schon eins ein bisschen länger gesehen. Aber weil ich im Shopur mal so kurze gemacht und so kurze Clip
Wäre auch mal ein langer Clip. Aber jetzt gut ist für Ersch. Ich gebe Ersch gönnen. Wow, 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 wow. Ach du, ich hab's nur gesehen. Ah, sie ist noch ein Niveau. Cool. Es tun ja aber Tschatsch. Klein Knusstab. Aber wo ihr lösch? Am Anfang von der Story hat es einfach drauf hingewiesen, wie sie gehen das. Zara und das ist Zara, ich wollte schon. Was eben mit Meisterin eben nicht gerade das Feinste nass, also einfach drauf hingewiesen gehen. Was dat? Wo geht? Alter. Ich muss meinen Gefährten um Leben halten. Ich habe wahrscheinlich einen Fehler gemacht, weil die nächsten 14 Minuten habe ich keinen Heldemoment. Positiv? Nee, ich da negativ. Nee, kannst du das tun. Glücklich aber stört geht doch nicht. Obwohl, wann ich mich will, wann ich Framisch oder ein Framisch will bestören, aber schon kein Problem da. Das ist mein Interesse, der Versuch wert. Hm? Wie gesagt, das kann ich mir ein PM schreiben. Da kann man rausfahren, ob Klicks ob Sturz geht. Aber wenn wir schon hier sind, da können wir ja ein bisschen erkunden. A la Final Fantasy 7 Style. Das heißt, alles in der Sicht, was du hast. Also viel wie möglich zoppen. Das ist Final Fantasy 7 Style. Wie gesagt, Glücklich ob ich tut, hm? Wenn ihr will. Oh ja, komm, choke me. Choke me, River. Ja, ich, wenn er aufgefallen ist, per Rapport zum Engel hat und schon ein bisschen Kitte beigrut. Hä? Ein Tempel. Sie Kiese. Ja. Schon noch ein bisschen pur Kitte beigrut. Und was das vor? Das ganz einfach. Kann ich auch so hören. Das ist Ming Mask. Nice. Leben, wie viel? Ja. Ja, schon zwei Charaktere gelöscht. Drei sogar. Und ich dachte, die Sith seien sich zu schade für kleine Einbrüche. Was würde wohl eure Meisterin denken, wenn sie wüsste, was ihr hier treibt? Oder hat sie euch am Ende selbst um diesen kleinen Gefallen gebeten? Nee, wie gesagt, schon zwei, drei Charaktere gelöscht und Sachen alles rübergeschickt und da bin ich ein bisschen mehr Geld. Schon sowieso nicht mehr gespielt, du wenigst. Also, natürlich hat sie jetzt, das geht sie. Das geht euch rein gar nichts an. Dieses Anwesen gehört mir. Natürlich geht es mich etwas an. Eure Meisterin und ich haben unsere Differenzen. Aber das hier ist nicht ihr Stil. Das Risiko, erwischt zu werden, ist zu hoch. Und die Ausbeute zu gering. Das hier trägt die Spuren eines Schülers. Wenn Darth Thanaton davon erfährt, werdet ihr bestraft. Wer soll ihm denn davon erzählen, wenn ihr tot seid? Ihr nehmt den Mund ganz schön voll. Dann wollen wir doch mal sehen, was ihr wirklich könnt. Also, ich war in der Schlussruf. Wenn ich so sterben, dann drückt Pause, wenn ein bisschen Heldmoment rum durch. Und dann geht es weiter. Aber mit ganz viel Chance wird das ganze Heilo nicht geschehen. Zwei Tanks. Einheit wäre schon mal schlecht, wenn das schon ready wäre.
mehr, was wir machen, wir holen mal einen dicken Lebens-P-Balken. Puh, ich war noch nie so froh, dass mein Knöpf heute mit Togo wasch geholt hat. Kauf mal einfach Maske und Schlift. Auf Wiedersehen, Lord Kreuzes, und danke für das Artefakt. Das selbst Maske, wo ich noch gut von kaufen kann eigentlich. Jo! Weiß nicht, erst noch mal. Währung. So gegen Mordschützen, okay. Du, nice, cool. Da gehen wir mal durch. Und dann gucken wir mal, was mein Meisterin mal zu tun hat dann. Jo, und da gucken wir mal, was Madame gerne zu tun hat. Ich gesehen, den hat auch abgeholt, den Lasten. Muss ich auch mal gucken, weil die vor paar von Lasten, sie wollte schon noch mal kalieren. Und dann sind schon mal ruhig. Schülerin, ich weiß, du bist sehr beschäftigt, aber ich muss mit dir sprechen. Ich hatte eben erst einen äußerst erstaunlichen Traum, der dich betrifft. Ich hoffe nicht. Nee, komm. Stoll nicht dazu. Stimmt. Ihr kriegt mich einfach nicht aus dem Kopf, was? In dem Traum konnte ich die Stärke der Macht sehen, die dich durchfließt. Armeen der Jedi haben sich gegen dich erhoben und sind vor dir gefallen. Es ist das Artefakt. Es muss es sein. Das Artefakt wird dir diese Macht verleihen. Dann sollte ich mir diese Artefakte wohl besser holen. Es scheint, als wären nur bestimmte Individuen in der Lage, das Ritual der Artefakte durchzuführen. Ich glaube, dass die verbleibenden Artefakte auf Tatooine und Alderaan sind. Du musst dich beeilen und sie finden. Die Artefakte sind der Schlüssel, um deine Bestimmung zu erfüllen. Jo. Yes. Geil. Ja, aber tun wir dann doch nochmal, ist gut. Ja, bla bla bla. Und dann gebe ich so ein, dann wäre das. Kleine Preview dafür nächste Woche. Tatooine oder Alderaan, ich meine, das steht wohl ganz klar. Wir gehen ob nach Shadar zurück, ne. Nächstes Jahr als ob Tatooine, wo wir dann besser weiter questen. Und dann...